Ja, hallo und herzlich willkommen zu Lockpicking Nord. Heute mal kein Pick-Video, aber heute mal was ganz Besonderes. Und zwar haben wir hier ein Päckchen. Und ich weiß auch schon, von wem das ist. Und ihr werdet es jetzt auch wissen. Genau, von unserem lieben Foxy. Dann bin ich mal sehr gespannt, was drin ist. Ich werde es mal vorsichtig aufreißen, wenn man das überhaupt so machen kann. Okay. Kommen schon mal die ersten Sachen zum Vorschein. Eine Notiz. Oh, liegt auch dabei. Den nehme ich mal kurz zur Seite. Okay. Eine kleine Notiz für mich. Hier haben wir doch schon mal irgendwas sehr Cooles, denke ich. Mute ich mal. Ah, super eingepackt. Zu gut. Ich könnte natürlich jetzt auch mein Cuttermesser aus der Tasche nehmen. Ich habe noch Arbeitsklamotten an, aber selbst ist der Mann. Ah, Lübeck. Sehr schön. Ein kleines Andenken und ein Ohr. Was ist das? Ein Flaschenöffner und ein Schraubenzieher. Das ist ja richtig cool. Ganz im Ernst, sowas wollte ich mir schon letztens bestellen. Hammer. Echt. Cooles Teil. Ich suche immer sowas für meinen Schlüsselbund. Der ist zwar schon sowas von voll, aber sowas ist immer eine feine Sache. Das gefällt mir richtig gut. Ich erahne schon, was das ist. Und ich kann es gar nicht glauben, dass das gleich zwei davon sind. Da hat sich jemand aber mächtig ins Zeug gelegt. Und ganz genau, ein Taschenpick. Richtig geil. Ich habe sowas noch nie in der Hand gehabt. Hammer. Echt. Hammer, guckt euch das Teil an. Und dann noch in meiner Farbe hier. Krasses Teil. Das ist ja der Wahnsinn. Lass mal gucken, wie das funktioniert. Werde ich schon noch rausfinden. Mit der Zeit. Ah, den zieht man hoch, alles klar. So funktioniert das. Ja, krasses Ding. Genauso, sowas habe ich bei Foxy schon gesehen, mit dieser Wabenstruktur in Blau. Das sieht so hammermäßig aus. Und wow, jetzt haben wir sogar einen eigenen. Sogar zwei, so wie ich das sehe hier. Ich gucke mal, ob das das gleiche ist, aber ich vermute das mal, dass das für Tobias ist. Und das ist ja der Wahnsinn. Ich habe sowas eigentlich zum ersten Mal bei Bill gesehen, glaube ich. Und dann zum zweiten Mal in meinem Leben bei Foxy. Oh, da habe ich doch vielleicht den Kennschnaller verloren. Von lauter Aufregung. Die Dinger sind richtig cool. Die sind richtig cool. Ja, das ist der gleiche, denke ich. Ja, haben wir. Da wird sich Tobi richtig freuen, wenn ich ihm das gleich erzähle oder mal ein Bild schicke. Ja, Foxy, besten Dank dafür, für die coolen Sachen. Da werden wir bestimmt unseren Spaß mit haben und mal das ein oder andere Schloss mit aufmachen vor laufender Kamera. Die sehen so aus, als ob die sehr, sehr, sehr praktisch und nützlich sind. Echt cooles Ding. Echt cool. Ich danke dir. Wir freuen uns. Ich gebe das gleich an Tobi weiter und der wird wahrscheinlich auch ein bisschen abdrehen. So, das war's für heute. Tschüss. Ja, wollen wir gleich mal gucken, ob das Ding auch was taugt. Ich denke, das wird schon richtig super sein, das Ding, aber ich habe ja noch so ein altes Titanium. Wollen wir gleich mal gucken, ob ich das aufbekomme. Ich habe da so meine Probleme manchmal mit, weil das ein ziemlich krasses Bitting hat. Zeige ich euch gleich nochmal. Aber für gewöhnlich mit so einem guten Werkzeug, mit dem Hook, der kommt ja wirklich tief runter anscheinend, dürfte das kein Problem sein. Ist natürlich jetzt nicht einstudiert. Kann also sein, dass das hier erstmal nicht so schnell was wird. Aber wie gesagt, ich kriege das auch so fast gar nicht auf. Das ist echt schwer. Das kleine Titanium, ich versuche es nochmal von vorne. Jetzt an 4. Ja. Natürlich auch noch nie so ein Pick in der Hand gehabt. Oh, da ist es offen. Ja, Hammer. Das Feedback ist super. Und guckt euch mal dieses Bitting hier an. Also, die sind so tief geschnitten, die Pinzetten. Das ist echt der Hammer.